Was geht, Leute, und herzlich willkommen zur 9. Episode FIFA 16. Level up und ihr seht es, das Team nimmt so langsam ein bisschen Form an. Es wird besser und die ein oder anderen Goldspieler sind schon ins Team gekommen. Rondon ist in der letzten Episode dazugekommen, Bolasie und Howard, das waren die letzten Upgrades. Das heißt, heute geht es natürlich, wenn alles gut läuft, wieder mit den Gold-Upgrades weiter. Ich bin mal gespannt, was Bolasie und Co. hier so reißen werden. Dann würde ich sagen, starten wir ins Spiel. Falls ihr natürlich noch irgendwie Coins braucht oder so, checkt mal meinen Sponsor MMOGA ab. Ich würde mich freuen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Falls ihr euch Coins, FIFA Points, PSN, Xbox Live Karten und so weiter holen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das über meinen Link macht. Und dann würde ich sagen, geht's ins erste Spiel. Los geht's. Okay, dann schauen wir doch mal. Die letzte Episode war ja ohne Facecam. Da gab es ein paar Probleme. Heute natürlich wieder wie eh und je mit Facecam am Start und mit diesem gegnerischen Team. 92 Chemie hat er. So gut ist das Ganze jetzt nicht. Was macht sein Linksverteidiger da? Und die Maschine Rolando. Das Trollpack Number One ist hinten da in der Abwehr am Start. Was ist das denn für ein Typ, Alter? Traoré, wie groß ist der? Ach du Scheiße, ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Habt ihr es gesehen, wie groß der ist? Jawohl, jetzt können wir kontern. Komm, da unten läuft Rondon. Vielleicht kann er jetzt hier endlich mal das erste Tor hier für uns erzielen. Was hat er mit seinem Torwart gemacht? Das war stark gemacht. Komm, 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 G, habt ihr das gesehen? Wie der sich da durchgesetzt hat. Jawohl, Sogbia, komm, wir hauen mal einen Longshot raus. Der Typ hat einen guten Schuss. Und Mandanda hält den wieder. Okay, Delph, komm, wir ziehen das Ding zurück. Und jetzt hauen wir das Ding einfach mal rein. Dieser Mandanda ist so ein fucking Biest. Wie viel Paraden der jetzt schon rausgehauen hat. Das ist echt krass. Jawohl, lauf, 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 G, komm, das wird eine der höchsten Chancen sein und wir machen den rein. 1-0 G. Der Typ, ne, hinten in der Verteidigung, der macht die ganze Zeit nur so eine Scheiße. Der verteidigt so hardcore. Ich weiß auch nicht, da kommt man irgendwie kaum vorbei, aber das hat ein G gut gemacht. Ich werde nochmal irgendwann eine Abstimmung machen, ob wir ein G in dieser Serie sozusagen drin lassen sollen, für immer. Weil der Typ ist einfach der geilste Spieler hier, das muss man sagen, dass wir den einfach drin halten und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ey, die kommen alle auf Bolasie. Und der Schiri pfeift das nicht. Der war verdammt scheiße. Nein, 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 nein. Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein scheiß Ernst. Er macht das 1-1 hier. In der 90. der Nachspielzeit. Das war wieder so schlecht von mir verteidigt. Jawohl, komm, komm, komm. Guckt euch das an, was ein G da mit der ganzen Abwehr macht. 2-1. Ein G nimmt sie alle auseinander. So muss das sein, Mann. Was war das für eine Aktion hier? Der geht einfach durch alle durch. Da kommt keiner dran. Das war richtig krass gemacht. Okay, das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen mit 2-1 in der Verlängerung. Ich habe jetzt mal ein bisschen hier geswitcht auf die Einzelspiele. Ihr habt es ja gesehen, in der Liga ist das Ganze ja die ganze Zeit abgebrochen. Deswegen machen wir diese Episode einmal zwei Einzelspiele. Deswegen kann es sozusagen diese Episode leider kein Unentschieden geben. Ab der nächsten Episode geht es dann wieder in der Liga weiter. Ja, keine Ahnung. Ich wollte jetzt nicht riskieren, dass es da wieder abbricht oder so. Auf jeden Fall kriegen wir 5 Upgrade-Punkte. Okay, ihr habt die beiden neuen Upgrades gesehen. Und ja, Delph muss uns jetzt einfach... Okay, ihr habt die beiden Upgrades gesehen. Fabian Delph wird uns leider nun endlich... Was heißt endlich? Er hat uns eine lange Zeit hier gut begleitet, aber wird uns jetzt verlassen hier. Denn man muss ganz ehrlich sagen, in den letzten FIFA-Teilen war Fabian Delph einfach immer eine richtige Legende. Und da hat er einfach richtig krass gespielt. Beziehungsweise er ist immer noch eine übelste Legende in der Serie Level Up, aber... Ja, er ist wirklich in den letzten Jahren so ein bisschen in die Jahre gekommen, wurde wirklich von FIFA zu FIFA immer ein bisschen schlechter. Und jetzt in FIFA 16 muss man wirklich sagen, ist er nicht mehr das, was er mal war und kann natürlich auf diesem Hochklasse-Niveau hier von den anderen Spielern nicht mithalten. Und ein G hatte halt die Bitte, dass wir wirklich einen besseren Passgeber im zentralen offensiven Mittelfeld holen, damit ein G noch mehr Torchancen bekommt. Und da können wir natürlich nicht Nein sagen. Deswegen musste Fabian Delph uns jetzt leider verlassen. Vielleicht kommt er nochmal irgendwann wieder, das weiß man natürlich nicht. Auf jeden Fall kam Sturridge hier auch noch da oben hinzu für Rondon. Der war generell nicht so gut. Dann würde ich sagen, starten wir direkt ins nächste Spiel. Los geht's. Okay, dann schauen wir doch mal, mit wem es Sturridge heute zu tun bekommt. Mit diesem Team volles Liga BBVA Team. Benzema, Gareth Bale. Isco hat er gar nicht. Warum wollte ich Isco sagen? James Rodriguez, Toni Kroos und Iniesta. Was ist das für ein Mittelfeld? Kunipleanka hat ja auch noch. Der billige Ronaldo sozusagen. Vollkommen, G. Und jetzt, bist du heiß, G. Jetzt bist du sowas von heiß, an allen hier vorbeizugehen. Zeig es allen mit diesem Schuss ins Tor, Mann.
Diego Alves ist aber auch echt immer da. Voll Barkley, komm, hau einen Longshot raus. Hau einen Longshot raus. Dieser Diego Alves. Wie soll ich denn gegen den Typen irgendwie ein Tor machen? Das ist doch unmöglich hier. Jawohl, komm, 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 komm. Sturridge, setz dich durch, Sturridge. Und das ist das sechste, siebte, achte Mal, dass dieser Typ den Ball... Wie hält er die ganze Zeit? Das geht gar nicht. Oh Mann, was war das für ein genialer Pass von ihm? Und wenn wir diesen Konter nicht nutzen, dann weiß ich auch nicht, was ich hier heute noch machen soll. Komm, Sturridge mit rechts. Der Ball geht wieder gegen den Pfosten. Oh, und springt raus. Aber NG holt sich den noch. Komm, wir sind 3 gegen 2. 3 gegen 2. Sturridge, lauf. Aber der ist Linksfuß. Der ist Linksfuß. Wir spielen ihn jetzt mal ein bisschen sweaty rüber. Ich hätte es natürlich jetzt auch so machen können. Aber dann hätte Diego Alves die Finger wieder dazwischen bekommen. Das mussten wir jetzt einfach machen, weil dieses Spiel darf nicht 0 zu 0 ausgehen. Jawohl, komm. Und jetzt macht das Tor NG. Was ist denn mit dir los? Die sind doch eigentlich hundertprozentig drin, so Dinger. Oh Mann, das gibt es nicht. Aber jetzt, komm, Sturridge. Dann wenigstens du. 2 zu 0. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Irgendwann geht das halt nicht mehr in Ordnung, wenn man die ganze Zeit da runterpasst. Das Spiel ist vorbei. 2 zu 0 gewonnen. Das heißt, es gibt das zweite Upgrade heute. Und diesmal um 6 Punkte, da wir 2 Tore geschossen haben, je 3 Upgrade-Punkte. Und wir haben noch hier den Ligatitel geholt, aber das gibt jetzt keine extra Sachen. Wir werden auf jeden Fall, guckt euch das an, wir hatten 22 Schüsse. 22 Schüsse hatten wir aufs Tor. Und davon hat Diego Alves 12, die aufs Tor kommen. Übel krass gehalten. Naja, egal, wir hätten ja auch locker 10-0 gewinnen können. Aber egal, was soll's. Wir haben den Titel geholt, wir haben 2 Upgrade-Punkte, 2 Tore gemacht, 6 Upgrade-Punkte. Und ich werde mal in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch irgendwann mal damit starten, dass wir dann auch die Special Card, das Special Karten-Team machen, das dann nur aus Informs und so weiter besteht. Okay, das letzte Upgrade-Episode kommt dann auch ins Team. Gediora muss uns nun verlassen und neu ins Team kommt. Tetti heißt er, glaube ich, oder Tete. Auf jeden Fall ein richtig kranker Spieler, hat richtig krasse Werte und ich war mir überlegen, ob wir jetzt vielleicht wieder den ein oder anderen Goldspieler upgraden sollen, aber wir müssen natürlich auch die Silberspieler auf jeden Fall erstmal zu den Goldspielern bekommen. Es bringt natürlich jetzt nichts, wenn wir nur eine Position, jetzt die Stürmerposition oder direkt auf Aguero hoch upgraden oder so und die ganzen anderen Spieler nur Silberspieler sind. Ich versuche so einen kleinen Mix da drin zu halten und ja, wie gesagt, demnächst so, ich denke mal noch 1-2 Episoden oder so, dann werde ich auch anfangen, die Special-Karten-Teams zu bauen, beziehungsweise das Inform-Team. Und ja, dann wird das sozusagen das zweite Team werden. Wie ich das Ganze mache, das werde ich euch dann noch erklären. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst natürlich gerne ein Like da. Ich würde mich über 1500 Likes freuen. Checkt MMOGA. Falls ihr Coins oder FIFA Points braucht, Link ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe mal, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und ciao.